Hi Leute, willkommen zurück. Part Nummer 100. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid und ja, diesen Meilenstein heute mit mir feiert. Das heißt, natürlich 100 Parts ist schon eine lange Zeit, schöne Geschichte. Und ja, ich freue mich vor allem, dass dieses Journeyman Let's Play hier irgendwie in diesem Jahr auch wahnsinnig gut ankommt und sehr, sehr viel Spaß bereitet. Nicht nur mir, sondern eben, glaube ich, auch euch, was ich so in den Kommentaren mitbekomme und auch bei den Zugriffszahlen so sehe. Also das steht irgendwie diesem Haupt-Let's Play, das ich genommen habe in diesem Jahr um nichts nach. Und das ist auf jeden Fall etwas, was mich sehr, sehr freut. Ja, wir haben es heute mit Salzburg zu tun. Das heißt, das wird natürlich jetzt noch richtig unangenehm, nachdem wir es jetzt im letzten Part schon mit Austria und Sturm zu tun hatten. Also der nächste Top-Club, wobei es hier natürlich, ja, nochmal schwieriger wird. Aber wir werden einfach mal schauen, ob wir hier vielleicht die Salzburger ein bisschen ärgern können. Von der Aufstellung her können wir Stephen Way wieder mitnehmen, wobei ich den jetzt nur auf die Bank setze. Schubert rückt wieder ins Tor nach seiner Verletzung und nachdem er eben nicht trainieren konnte, hat er die Woche wieder trainiert und dementsprechend seinen Platz hier auch wieder verdient. Und das war es mehr oder weniger schon. Ich habe übrigens auch nachgesehen, ob die Laien mittlerweile schon kostenlos möglich sind, die auf der Leihliste sind, weil gerade so gegen Ende hin zum Transferfenster passiert das ja, aber ist aktuell noch nicht der Fall. Ich hoffe, dass es dann noch so sein wird. Da werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Part, ich glaube, da ist dann auch der Transferschluss, dann schauen. So, wir haben nichts zu verlieren. Der Druck liegt bei den Salzburgern. Die haben ja die ersten vier Spiele gewonnen. Wieder mal Business as usual und richtig, richtig langweilig. Schmid steigt hier gleich mal bissig ein und damit der Ballgewinn. Sehr schön. Was gibt es sonst noch an dem Spieltag? Jetzt habe ich es nicht gesehen. Wollte ich gerade die anderen Spiele vorlesen, aber Salzburg ist schon wieder im Angriff. Das heißt, wir haben keine Zeit, hier irgendwas vorzulesen. Schubert ohne Probleme. So, wir haben ja, Rapid gegen Sturm unter anderem als das Topspiel dieses Spieltags. Die anderen Partien jetzt nicht so aufregend. Schubert mit dem Pass links raus auf Schablas. Der muss hier mit Lipuschek gemeinsam dann die Seite wechseln. Dann Schmid. Ja, leider kleines Missverständnis mit Nene. Der ist ein bisschen früher gestartet. Musste dann wieder ein bisschen abwarten. Und Pasalic 1-0, 10. Minute. Kein guter Start. Also wir sehen hier Capaldo, der kaum attackiert wird. Dann kommt der Pass in die Tiefe und dann sehen wir hier Keschkes gegen zwei. Darf auch nicht passieren, da muss er reinrücken und Ingolic nachrücken. Oder er braucht mehr Unterstützung aus dem Mittelfeld. Aber so funktioniert es natürlich nicht und damit kein Problem für die Salzburger in Führung zu gehen. So, ich hoffe, dass wir wenigstens mal heute unsere Schnelligkeit ausspielen können. Bisher funktioniert es noch nicht so ganz. Also das Flanken früher schlagen, da bin ich noch ein bisschen unsicher, ob wir das, wir Pranka, wir das wirklich reintun sollen. Pass in die Tiefe macht natürlich Sinn. Aber im Flanken früh schlagen hauen sie den Ball halt wirklich sofort vor. Kann natürlich gegen Salzburg Sinn machen. Gegen schwächere Gegner wahrscheinlich nicht, weil da bist du dann ja vielleicht in der Lage oder sind wir in der Lage, dass wir den Ball auch behaupten und uns über Kombinationen was rausspielen. Mantl mit dem weiten Abschlag. Lipuschek weiß ich nicht, was er da macht. Fernando mit dem gefährlichen Versuch in der 16. Minute bleibt beim 1 zu 0. Interessanterweise haben wir sogar mehr Ballbesitz. Und das, obwohl wir auch das Flankenfrühschlagen drinnen haben. Salzburg mit dem gleichen, mit der gleichen Formation. Ganz komischer Kopfball, 31. Minute, das 0 zu 2. Sehr, sehr wuchtig, aber der kommt mitten aufs Tor. Ich weiß nicht, was Schubert da macht, um ehrlich zu sein. Schauen wir uns mal die Entstehungsgeschichte an, hier über links. Dann kommt die Flanke in die Tiefe und
Also Schubert wird da sowas von überhoben. Da merkst du halt die Größe mit 1,86. Finde ich jetzt. Sprunghöhe 14. Da wäre ein Tobias Laval wahrscheinlich hingekommen. 10 cm größer, Sprunghöhe 17. Ach, Katastrophenstart. 0:2 zur Pause. Bringt die Bille wenigstens auf den Kasten. Die Frage ist, ob wir dann nicht vielleicht einstellen sollten, dass wir Schießen bei freier Bahn anmachen oder so. Aber im Endeffekt, ja, ich würde auch sagen, dass wir nach Ballverlust Gegenpressing machen, weil ja, wir müssen schauen, dass wir vielleicht auch weiter vorne, ein bisschen weiter vorne die Pässe oder die Bälle gewinnen. Von den Noten her sind eigentlich alle schlecht, bis auf Greil und eigentlich nur bis auf Kreil. Wow. Wiesing ist nervös. Ich bringe dort Steven Vouet. Der kann natürlich hier jetzt wieder jemanden umhauen und eine rote Karte kassieren. Der Rest, ja, bleibt mal gleich. So leicht verschenken wir sie. Schade. So, Nenés Pass kommt leider nicht durch auf Schablas, das wäre vielleicht gefährlich geworden. Stattdessen wird es jetzt bei Salzburg gefährlich. Lipuschek kriegt ihn nicht geklärt, er geht an den Pfosten. Fernando ist da 0:3. Ärgerlich, weil das jetzt wieder aus einer Chance von uns oder einer möglichen Konterchance von uns heraus entstanden ist. Lipuschek mit dem schlechten Zweikampfverhalten und das hier Ingolic, eigentlich ist Ingolic bei Fernando, dann nicht bei ihm bleibt, er hat ihn eine 6,2 hier nur. Damit, ja, gibt er ihm halt die Möglichkeit. Sind wir bald in der 60. Minute. Keschkes bei Fernando. In der Mitte haben sie schon wieder Überzahl. Schubert mit dem Fehler 0:4. Also jetzt bin ich dann auch schon stinksauer, weil so billig kann man es halt dann auch nicht machen. Ich bringe den Vandenberg wieder für den Lipuschek, wie schon im letzten Spiel. Ingolic ist müde und nicht gut, da bringen wir den Potsmann. Dann werde ich vorne noch den Felix Wähling bringen, weil es jetzt um nichts mehr geht, für den Schmid. Und dann bringen wir noch den Horvat für den, ja, Alage, der wieder nicht gut spielt, und dafür schieben wir den Way vor. Machen wir so. Ich würde so gern Fünferkette spielen mit Lask, aber ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Ich habe nämlich letztens drüber nachgedacht, dass wir eigentlich das Potenzial hätten, dieses 5-3-2 zu spielen oder auch das Personal hätten. Und vielleicht wäre es dann eben hier etwas leichter, wenn du drei zentrale Innenverteidiger hast. Dass du gegen Salzburg dann halt eventuell ein bisschen kompakter bist. Vielleicht werden wir das als zweite. Was ist mit. Oh, was ist da schon wieder los? Vielleicht werden wir das mal als zweite Taktik einstudieren, dann können wir immer noch schauen. Schaut euch das Zentrum an. 0:5. Also, das ist wie wenn du gegen Kinder spielst. Brauchst eigentlich nur einmal den langen Ball nach vorne schlagen, weil es ist eh sowieso niemand dort. Schau dich mal das hier an. Also, stell den Branka auf tiefer Sechser oder ich tue da den Horvat hin, weil der ist defensiv noch. Oder ist noch etwas defensiver. Der kann ja theoretisch sogar Innenverteidiger spielen, damit der da vielleicht ein bisschen mehr ins Zentrum geht und hier unterstützt. Aber der Ball ist ja schon wieder weg. Mue, schade, kommt nicht durch.
Ganz ehrlich. Ich lasse die jetzt einfach mal mit Viererkette spielen. Direktes Kontern machen wir an. Aber eben nicht 5-2-3, sondern dann 5-3-2. Und ich würde es aber auch nicht so, wobei. Die Vorstellung, so wie ich es gerne spielen würde, wäre es so in der Art. Genau. Können wir rück auf Support stellen. Wailing vielleicht dann als Knipser. Nee, Stoßstürmer. Lassen wir es einfach mal. Ich muss es dann sowieso neu einstellen. Außerhalb des Spiels. Aber vielleicht sind wir dann mit drei Innenverteidigern heute ein bisschen kompakter. Moué scheitert am Mantel. Ich glaube, da war es gut, dass Nene nicht hingegangen ist. Der wäre im Abseits gestanden. Und da möglicherweise jetzt tatsächlich die Chance. Ach, verkürzen klingt so schlimm beim Stand von 0 zu 5. Verkürzen klingt echt so, als hätte man noch eine Chance. Branka mit dem Elfmeter, 70. Minute. Und den macht er. Gut. Jetzt können wir uns 20 Minuten lang anschauen, wie oder ob diese Fünferkette irgendwas bewegt. Ob wir da defensiv jetzt dann etwas stabiler sind. Die einzige Position, die wir opfern müssten für dieses System, wäre unser Zehner. Und da haben wir mit Alhaj natürlich einen Spieler verpflichtet, der wahnsinnig stark ist. Aber den könnten wir theoretisch auch in dieses Dreier-Mittelfeld stellen oder auf der Sturmposition einsetzen. Also würde ich das jetzt echt nicht ausschließen. Ich meine, der Zeitpunkt jetzt hier zusätzliches System zu implementieren, das hätte man natürlich auch in der Vorbereitung schon machen können. Aber gerade bei solchen Spielen sieht man dann halt schon, dass wir hier dann dafür sorgen, dass der Gegner keine Überzahl mehr hat. Ich meine, Salzburg kann sich auch bei gleicher Anzahl natürlich durchsetzen, aber vielleicht ist es keine schlechte Idee als zusätzliche Taktik einfach. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Nee, bleibt hängen. Dafür macht er das gut. In der Mitte ist Wailing frei und er macht's alleine. Wieso? Bin ich schon wieder sauer. Entscheidungen 10. Da hat er auf jeden Fall die falsche getroffen. Rapid geht in der 88. noch gegen Sturm in Führung. So, da haben sie jetzt trotzdem im Mittelfeld die Chance durchzukommen. Ich bin stinksauer. Also ein 1 zu 6 ist. Ja, es ist halt gegen Salzburg so. Lustig ist es sowieso nicht mit denen in der Liga. Aber man braucht sich deswegen nicht so abschlachten lassen. Deswegen werden wir morgen für diese Leistung auf jeden Fall ein Straftraining ansetzen. Und wir werden auch die ein oder andere Geldstrafe aussprechen für diese Vorstellung heute. So, das heißt, wir gehen hier nochmal kurz durch. Die Mails mal weg sind, dann gehen wir auf die Leistungen. Da sehen wir Schubert mit einer 6,1. Spieler bestrafen für schwache Leistung. Halbes Wochengehalt. Schablas 6,0. Spieler bestrafen. Halbes Wochengehalt. 6,2 Lipuschek. Dann haben wir Nene mit einer 6,2. Ja, also alles unter 6,3 würde ich sagen bestrafe ich. Weil wenn ich 6,3 auch noch bestraft, dann sind wir stinkreich. So, und dann stell ich jetzt hier diese zweite Taktik. Die Frage ist, wie wir sie dann wirklich aufstellen oder im Endeffekt will ich daraus eigentlich keine Kontertaktik machen. Ich will auf jeden Fall vertikal spielen, also vielleicht vertikales Tiki-Taka wäre da gar nicht so schlecht.
Ich stelle es jetzt mal so ein und dann müssen wir hier schauen. Das ist, glaube ich, okay. Hier rausspielen, im Zentrum suchen, Angriffsbreite im Zentrum, geduldig spielen, würde ich dann vielleicht rausnehmen, kreativ spielen. Ja, schauen wir mal, lassen wir es mal drin. Das passt auch. Hier würde ich dann trotzdem ein bisschen weiter zurückgehen, versuchen Flanken verhindern. Okay. Und dann muss man sowieso schauen, wie es im Spiel so läuft. Die einzige Geschichte ist hier noch, dass ich eben, also ich würde den Pranker hier, damit er nicht so viel laufen muss, auf zurückgezogener Spielmacher, aber auf Support. Und dann könnte man theoretisch mit Box zu Box und zentraler Mittelfeldspieler spielen, so irgendwie in der Richtung. Ich werde es jetzt dadurch, dass es nur eine zweite Taktik ist, jetzt im Moment noch nicht machen. Jetzt verschiebt sich hier alles. Jetzt passt es wieder. Wir werden es mal einspielen, dann schauen wir, wie es sich entwickelt und ja. Wieso hat er beim 1-1 eine... Aha. Okay. Ich wollte ihn eigentlich für die Leistung kritisieren. Nicht für das Spiel gegen die Austria, aber okay. Wenn er bei beidem schwach war, warum nicht? So, jetzt haben wir den WAC. Und jetzt wäre es dann schon langsam mal wieder Zeit für einen Sieg, weil danach spielen wir gegen Rapid. Das wird halt auch nicht unbedingt einfacher. Lass Spieler kommen fürs Eintrittsgeld auf. Sehr gut. Das ist eine coole Aktion von Ihnen. So. Bei dem Wittig haben auch einige gemeint, dass sie versuchen sollen, den irgendwie zu bekommen. Gehaltsbeteiligung von 80% und also 60 kann ich zahlen. Keine Kaufoption. Wie viel stärker ist denn? Ah, da sehen wir zum Beispiel, dass Lipuschek stärker ist. Nee. Lassen wir es mal. Für die Zukunft wäre da natürlich was, aber da schauen wir dann trotzdem noch. City holt Rodrigo Vivanco. Den können wir jetzt also von der Auswahlliste entfernen. Und dann heißt Daumen drücken und dann müssen wir hoffen, dass wir da jetzt ein bisschen besser performen gegen den WRC. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall wieder mal einen Sieg. Weil natürlich war es klar, dass wir bei der schwierigen Auslosung zu Saisonbeginn ja, sicherlich auch Probleme kriegen werden. Und ja, im Endeffekt war es dann ja auch so. Aber jetzt müssen wir dann wieder ins Punkten kommen. Meier erinnert an Versprechen für Wagner, dass ich den verleihen wollte, ja. Wenn wir nichts finden, wird es halt schwierig. Kein Ablösefreier. Also wenn wir in Deutschland gerade suchen. So, Kreil, jetzt kann ich ihn endlich kritisieren. Thioyan trainiert auch nicht gut. Der wird halt wenig motiviert sein im Moment, weil er zum einen ja aussortiert wurde anfangs und zum anderen jetzt dann doch wieder im Kader steht, aber nicht spielt. Beziehungsweise im Kader stimmt eigentlich gar nicht, weil im Kader steht er nicht. Sitzt er immer nur auf der Tribüne. Naja, vielleicht wenn man eben auf die Fünferkette wechselt. Aber ich mag das 4-4-2 mit Raute eigentlich auch ganz gern. Und dafür haben wir ja auch den Kader so geplant. Deswegen bleibt es jetzt einfach nur mal eine zusätzliche Alternative. So, wie schauen wir mit den Leistungen in den letzten 5 Spielen aus? Ingolit schwach, das heißt, ich werde heute mal den Potsmann reintun. Schablas, ja. Kreil nicht wirklich gut. Mouet eigentlich auch nicht. Da ist der Horvath noch stärker. Nehmt den Mandei mal mit. Wehling spielt jetzt eh bei der U18. Den Gomez wollte ich mitnehmen, so. Und dann spielen wir gegen den WRC. Ich
will von euch heute eine deutliche Leistungssteigerung sehen. Also Wiesinger unter anderem gegen seinen Ex-Club heute. Nach 30 Sekunden der erste Abschluss vom WRC, aber ungefährlich. Die spielen ein 4-3-3, aber sehr zentrumsorientiert. Das spielt uns grundsätzlich in die Karten. Die Frage ist nur, ob es ähnlich wie bei Salzburg wird, dass die es schaffen, Überzahlsituationen bei uns im Strafraum herzustellen. Das wäre natürlich schlecht. Dann wäre das wahrscheinlich ein Anlass, auf die Fünferkette zu gehen. Im Moment, die ersten 20 Minuten ist jetzt nicht viel passiert. Kreil mit der wichtigen Balleroberung. Dann der Traumpass in die Tiefe. Schmied ist durch. Oh, lässt diese Riesenchance liegen. Scheitert im 1 gegen 1 am Torhüter. Ecke Branka. So, ruhiger Spielaufbau. Dann müssen wir vertikal werden. So ist es. Schmied wieder durch, wieder gegen den Torhüter. Dieses Mal schafft er es, 23. Minute nach Vorlage von Nene, die Führung für unsere Jungs. Super Pass von Nene. Schmied nimmt ihn nach außen mit und verendet dann im langen Eck. Na, hoffentlich nicht. So, Nene fängt hier den Einwurf ab, scheitert dann aber im Zweikampf. Sehr gute Balleroberung von Schablas. Schablas mit der ersten Flanke, mit der ist er gescheitert. Dann haben wir hier vielleicht nochmal die Chance mit Kreil gemeinsam. Kreil mit dem Traumpass auf Nene, da ist das 2:0. Und das wird gecheckt. Das könnte Abseits gewesen sein. Das Tor zählt. 2:0. Ganz, ganz wichtig. Super Pass von Kreil. Ich habe gedacht, dass er hier auf Schablas passt, aber ich glaube, der war wirklich auf Nene gedacht. Und der vollendet stark. Also Nene bisher Spieler des Spiels. Branka mit einer gelben. :0 bereits für Rapid, 3:0 auch für Ried. Also teilweise geht es da heute ordentlich ab. Bei uns 2:0. Also schon viele Tore hier bisher. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte der Zeit. Ein Baumgartner wird von Kreil verfolgt. Bis in die Garage. Kreil mit dem Pass in die Tiefe in die Nähe. Alhaj mit dem Seitenwechsel, der ist nicht gut. Alhaj kommt momentan echt nicht zur Geltung. Den kriegen wir fürs Erste geklärt. WRC bleibt in der Offensive. Wieder geklärt. Wiesinger bringt den Ball nach vorne. Aber sie haben ihn schon wieder. Gut. Ihr macht das großartig weiter so. Ich lobe sie jetzt mal so richtig. Ja. Von den Noten her gibt es kaum schlechte Spieler. Interessanterweise heute Potzmann, den ich reingebracht habe für Ingolic. Aber ich lasse ihn noch ein bisschen spielen. Geben wir ihm die Chance, dass er sich noch bessert. Boah, Schubert mit dem Glanz. Glanzreflex, gibt es das Wort? Ich erfinde es jetzt auf jeden Fall. Glanztat war es von Schubert. Aus kürzester Entfernung hier lenkt er den gerade noch an die Latte. Also das war schon ganz stark.
Schubert rechts raus auf Potsmann, der hat ein bisschen Platz. Dreht ab, passt zum Gegner zurück. Und der wäre beinahe drin gewesen. So, für die Aktion nehme ich Potsmann jetzt raus. Generell schon eine schlechte Vorstellung heute und sowas macht mich stinksauer. War sowieso schon angezählt. So, Schmied. Ah, Abseits. Ja, wir müssen schon noch ordentlich aufpassen. Ich werde dann für den Branka, damit er mir nicht vom Platz fliegt, nachher dann Mue bringen. Der ist ja auch sehr defensiv stark. Und vereinten Kräften kriegen wir den irgendwie geklärt. Auch hier wieder Greil, der gut blockt. Alhaj, schade. Der Pass gleich mal in die Tiefe war nicht schlecht, glaube ich. So, Branka ist eh schon ein bisschen müde. Das heißt, da bringen wir Mue. Greil ist gut heute, aber auch ein bisschen müde. Wir haben nur noch zwei Wechselunterbrechungen. Das heißt, viel kann ich dann nicht mehr machen. Aber dann machen wir mal den einen. Und dann müssen wir theoretisch bei der letzten Chance dann noch raushauen, was geht an Wechseln. Was ich gern noch einstellen würde, wäre, dass wir möglichst breit angreifen. Dass hier auch vielleicht das zentrale Mittelfeld ein bisschen weiter rausgeht und hier am Flügel mehr mithilft. Damit wir nicht nur so zentrumsorientiert sind, sondern auch ein bisschen mehr über den Flügel machen können. Eben hier, dass Wiesinger eher dann in diese Bereiche geht. Schmied und da ist Nene. Alhaj. Yes, 3-0. 61. Minute, dann nutzt er den Abstauber und das wird ihm natürlich einen ordentlichen Boost geben, was die Note angeht. 6-7 hat er jetzt. Aber er geht super in diesen Raum. Und Nene kriegt ihn dann. Schade, dass Nene den Assist nicht bekommt, aber damit jetzt das 3-0. Ja, jetzt sehen wir die Offensive mit Supernoten. Sturm 0-2 im Rückstand gegen Lustenau. Na, vielleicht wechseln wir zu Sturm am Ende des Jahres. Wäre ja auch was. So, das heißt, ich würde sagen, wir wechseln jetzt komplett durch. Unsold für Schmied. Gomez bringen wir für den Wiesinger, wobei Greil müde ist. Bringen wir für den Greil. Gomez natürlich auch ein sehr spannender Spieler ist. Ist auch Linksfuß, also das passt gut in die Formation. Und dann kann ich jetzt noch Vandenberg oder Horvath bringen. Na, sonst nehmen wir einen Wiesinger auch raus, weil dann kann ich einen Horvath schön ballerobernd bringen und dann stärken wir ein bisschen die Defensive. Schauen wir mal, wie sich die Jungs so machen. Also vor allem natürlich auf Gomez bin ich jetzt auch gespannt. Was war denn das für ein katastrophaler Pass? Aber souverän von Ingolic. Also die wechseln noch nicht durch, dauert noch ein bisschen. Alhaj mit dem Traumpass in die Tiefe. Nee, in der Mitte wäre Schmied frei. Ja, ich glaube, da war es auch die richtige Entscheidung, selbst zu schießen, weil da niemand mehr frei gewesen wäre. Also der Passweg zu Schmied war nicht frei. Ich werde vielleicht bei den Stürmern auch eine kleine Änderung vornehmen. Nene ist reiner Rechtsfuß. Und wir haben natürlich die Situation, dass er oft in solchen Situationen, wenn er sehr tief geht, dann mit dem linken abschließen müsste. Und da würde er sich, glaube ich, auf rechts leichter tun. Und wenn wir auf der anderen Seite einen Knipser haben mit Schmied, dann kann man den eher auf links tun. Bernardos Freistoß wurde hier geklärt. Also spielt er anscheinend mit dem Namen Bernardo und nicht Gomez. So, Mue. Nächster katastrophaler Fehlpass von ihm. Vorhin war das, glaube ich, auch. Und Alhaj mit dem guten Distanzschuss. 82. Minute bleibt beim 3-0.
Nee, nee. Und das war's. 3-0. Damit könnten wir auf jeden Fall oder können wir auf jeden Fall sehr, sehr gut leben. Das tut es richtig gut. Damit sind wir eigentlich echt auf Kurs, kann man sagen. Wir haben immerhin jetzt schon bis auf Rapid gegen alle Top-Teams gespielt und sind trotzdem oben dabei. Das heißt, wenn wir jetzt gegen Rapid zumindest noch ein X holen und danach ja, noch ganz gut performen gegen die schwächeren Teams, dann stehen wir, glaube ich, echt ganz gut da. Bernardo Gomez mit seinem Debüt. Nee, nee, gut in Form, den werden wir auf jeden Fall loben. Gut. Was hat Nene für einen Marktwert? 2 bis 5,4. Stark. Aber das ist eben das, was ich meine. Der geht wahnsinnig schnell danach vor und dann hast du die Situation, dass er oft mit dem linken Fuß abschließen muss. Deswegen tauschen wir das jetzt. So, dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass es jetzt geklappt hat. Nächster Part mit dem Duell gegen Rapid und auch mit dem Transferschluss. Der dürfte auch noch interessant werden. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.